Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, es ist mein Update-Video für den Februar-März. Müsste März sein, der Monat, der jetzt kommt. Okay, ich weiß es nicht. Ich bin ganz schlecht, was die Monate angeht. Ich weiß nur, dass wir jetzt Februar haben, gerade kurz vor Ende Februar. Jetzt haben wir noch eine Woche und ich brauch Videos für den nächsten Monat, weil es mir mit den Böllern und den Faschingsgeschichten etwas zu riskant ist, wenn ich dann wieder nicht reden kann und dann habt ihr keine Videos. Also produziere ich jetzt mal wieder vor. Und zwar so gut ich kann und so viel ich kann. Ja, oh, er ist schon süß, wenn er frisst. Ja, also. Hat sich bei mir Neues getan in den letzten Tagen, Wochen, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe? Meine Haare sind extrem gewachsen, also ich meine wirklich extrem, extrem. Das hat mich selbst überrascht, wie viel da plötzlich Wachstumsschub dabei war. Aber was mich noch nervt, ist hier diese Seiten, die wachsen irgendwie noch viel zu langsam im Vergleich. Und ja. Das ist so, dieser Kringel hier einmal rum, also von da nach hier, ist noch sehr kurz und der braucht noch einen kleinen Wachstumsschub. Dann passt es eigentlich. Aber hier oben habe ich schon recht viel, also schon gut, ja, zwei Hände voll von mir. Ja, ich habe eine Erhöhung von meiner Grundsicherung bekommen, weil ich jetzt Wohngeld bekomme, wo ich aber noch nicht genau weiß, wie das zustande kommt und alles. Und ich wollte eigentlich beim Amt anrufen, habe auch mehrfach probiert, habe aber leider meine Sachbearbeiterin nicht erreicht. Und jetzt sage ich für mich einfach, okay, dann ist das jetzt eine Erhöhung und ich gucke einfach mal, dass ich die jetzt für Lebensmittel benutzen kann, erstmal vorerst. Und wenn es dann irgendwie dann nächsten, wenn es dann, wenn beim nächsten Mal Antrag stellen, irgendwelche Nachfragen gibt und so, kann ich es ja immer noch anders wieder, also anders benutzen. Aber ich kann halt nicht irgendwie jetzt für Strom oder für Gas oder für Wohnung Geld zahlen, wenn ich das bisher auch nicht gemacht habe, weil das fände ich irgendwie unehrlich. Ja. Aber zurückgeben kann ich es halt auch nicht. Ich meine, ich weiß es auch nicht, was, also ich weiß nicht, wie das Geld zustande gekommen ist. Also gut. Wenn ich es wüsste, dann würde, also ich weiß, dass es halt für Unterkunft und für Heizung ist. Aber das Problem ist, ich habe das ja nicht gezahlt, sondern meine Eltern. Und jetzt weiß ich nicht, muss ich das jetzt meinen Eltern zahlen oder muss ich das, kann ich das, oder ist das für mich gedacht oder wie ist das gemeint? Vielleicht weiß da einer von euch eine Antwort. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Da wäre ich wirklich mega froh, weil ich weiß da ehrlich gesagt echt nicht, wie das jetzt ist. Und ich möchte nichts Falsches machen. Und ja. Aber wenn jetzt keiner von euch oder irgendwie sonst jemand was weiß, dann werde ich es jetzt einfach erstmal so machen, dass ich es für Lebensmittel und für meinen Lebensunterhalt ausgebe, was ja auch meinen Eltern mehr oder weniger zugute kommt, weil sie dann weniger für mich mitfinanzieren müssen. Und ja, und werde dann einfach mal, werde dann, wenn es dann soweit ist und der Neuantragzeit ist, werde ich dann einfach mal nochmal nachfragen und werde und wenn es dann nicht mehr genehmigt wird, ist dann auch okay. Dann ist es halt, wie es ist. Ja, gut. Ich habe mir eine Fitnessuhr bestellt. Also mein Papa hat sich eine Fitnessuhr bestellt und er nutzt seine auch anders als ich, also regelmäßiger. Aber ich für meinen Teil, ich nutze sie ehrlich gesagt bisher noch nicht so. Aber ich habe mir vorgenommen, sobald dann mein Zimmerprojekt soweit ist und alles dann soweit steht, dann möchte ich auf jeden Fall dann sowas wie ein bisschen sowas wie mehr Bewegung anfangen. Ja,
Leo geht es auch schon wieder etwas besser. Also dem ging es die Tage eher nicht so gut. Da war ich dann auch wirklich so ein bisschen besorgt. Aber inzwischen macht er sich wieder ganz gut. Gleich, mein Schatz. Oh, ich kann das. Ich weiß, es klingt doof, aber wenn der kaut, ich könnte da stundenlang zugucken. Das ist so eine süße Bewegung. Dieses Mampfen und dann dieses. Dann sitzt er da und hat diesen innigen Blick und ich bin ganz verrückt danach. Oh. Okay, im Moment schlingt er gerade ein bisschen mehr als was es sonst, aber sonst, na gut. Ich kann nicht mehr gucken. Gut. Ja, was gibt es noch? Vor kurzem war der erste Valentinstag nach dem Ableben von meinem Opa und irgendwie war es auch komisch. Ich weiß, meine Familie war bisher nie so der Valentinstagsfeierer, aber weiß nicht. Irgendwie war, ich wusste in dem Moment auch nicht, ob ich meiner Oma einen fröhlichen Valentinstag jetzt wünschen soll, weil es ist ja der Tag der Verliebten und sie ist ja immerhin die Lebensgefährtin meines Großvaters bis zum Schluss gewesen. Und auf der anderen Seite wäre es auch komisch gewesen, weil wir bisher noch nie so das gemacht haben. Auf jeden Fall war das total. War es irgendwie ein schräger Tag, so. Ja, und sonst kann ich euch tatsächlich nichts groß erzählen, weil Tatsache ist, dass ihr bei meinem letzten, dass mein letztes Update-Video für mich gar nicht so weit her ist. Das ist jetzt gerade mal 2, 3 Wochen her. Und im Vergleich ist da noch nicht so viel passiert. Tut mir leid. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare zu den Themen, die ich so hatte, ob ihr da was wisst oder ob ihr mir einen Tipp habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an debell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.